Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect 3. Schön, dass du wieder da bist. Ja, nach dieser Mission und dem Tod von Tali steht nun zwangsläufig eine Gesprächsrunde an. Hier steht mir niemand, mit dem ich quatschen kann. Ich kann ja hier eigentlich mal... Alien Allianzen, okay. Ach, das ist doch... Ja, naja, ne? Ich wollte auch noch so ein bisschen offscreen rumscannen. Siehst du, da war auch noch was. So, jetzt... ja, weil ist Legion nicht mehr da. Tali auch nicht mehr da. Das ist alles scheiße, ey. Also wenn dann Mass Effect 4 rauskommt, ist von meiner alten Besatzung wahrscheinlich niemand mehr da. Nur Liara, Garrus und ich werden dann noch irgendwo... Ach, ich will nichts von Dreschlunden hören. Hier, Kurana, Trainer. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja? Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart, vor allem wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Sehr geil, okay. Commander? Gut, dann gucke ich mal, was ich noch für neue Nachrichten habe. Ich schaue. Status-Update von ungültige Extranet-Domain. Shepard, Commander. Unsere Arbeit auf Runoch geht weiter. Reparaturen an Schiffen und Anlagen, die von der Flotte der Schöpfer beschädigt wurden, sind in den nächsten 10 Tagen abgeschlossen. Unsere vorhandenen Schiffe greifen bereits Streitkräfte der alten Maschinen an. Dadurch ist eine zweite Flanke entstanden, die die Aufmerksamkeit von den Truppen der Turianer und Asari ablenkt. Geth-Einheiten, die auf Bautechnik spezialisiert sind, wurden zum Tigel-Projekt geschickt. Alle Geth, die nicht mit Schiffsreparaturen oder anderen Einsätzen beschäftigt sind, führen technische Analysen zur Verbesserung von Leistung und Effektivität des Tigels durch. Die Berechnungen werden an anderer Stelle durchgeführt und dann mit sicherer Verschlüsselung an das Tigel-Projekt geschickt, um Spannungen mit anderen Spezies zu vermeiden. Wir werden beweisen, dass organische und synthetische Wesen auf ein gemeinsames Ziel zu beiderseitigem Nutzen hinarbeiten können. Ihr Vertrauen wird das möglich machen. Ja, ich hoffe. Gut. Ich gucke wie immer als erstes... Ich gucke jetzt hier als erstes mal zu Joker und Edi. Wenn ich ja hier schon bin, ne? Auf dieser Etage, kann ich das ja mal machen. Na, ihr beiden? Die Koreaner kommen mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. Gibt's schon. Ein schützendes Exoskelett zu medizinischen Zwecken. Ich könnte sogar einen mit Rallye-Streifen kriegen. Wo liegt dann das Problem? Es fühlt sich an, als hätte man eine schwere Panzerung an und das würde meine Wahrnehmung des Raums total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich trage schwere Panzerung und meine Wahrnehmung des Raums ist bestens. Oh, das letzte Shuttle, das Sie geflogen haben, ist jetzt Schrottvega. Ich muss beim Fliegen spüren, wie sich mein Gleichgewicht verlagert. Ich muss spüren, wie sich das Schiff mit mir bewegt. Wenn man mir das nimmt, ich weiß nicht, dann bin ich sicher immer noch gut, aber eben nicht mehr ich selbst. Klar, das verstehe ich. So, dann mal gucken. Ich musste den Funk abstellen. Nichts als Notrufe. Und dann nur noch Rauschen. Jeff, wenn Sie Ihren Ärger über die Situation an mir auslassen möchten, würde ich das verstehen. Nein, scheiße. Es ist nur, warum haben Sie weitergefeuert? Sie hätten nur aufhören müssen. Ha, ha, ha. Die Quarianer waren schon immer unzuverlässig. Sogar Tali? Nein, Tali nicht. Tut mir leid. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Aber die Geth hatten eine Chance verdient. Danke, Commander. Nicht viele organische Wesen hätten einer synthetischen Spezies vertraut. Hoffentlich haben sie eine ordentliche Flotte. Oh Mann, ey. Das war schon eine blöde Entscheidung, oder? Also schwierige Entscheidung. Ich hätte am liebsten, wäre mir natürlich echt gewesen, wenn die Quarianer... Und die Guess irgendwie, ja, wenn es da eine Möglichkeit gegeben hätte, das Ganze ein bisschen diplomatischer zu lösen. Da das jetzt aber ja nicht ging und ich glaube tatsächlich, dass die Guess gute Verbündete sein werden,
Ja, so ist es halt, ne? Was beschäftigt Sie, Edi? Ich habe nur nachgedacht. Der historische Fehler der Quarianer bestand darin, die Geth ihnen nicht ähnlich genug zu machen. Das verstehe ich nicht ganz. Einheiten mit vernetzten Intelligenzen neigen zur Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Vorteil. Aber Einheiten mit zentraler Heuristik, die eine individuelle Persönlichkeit zulassen, so wie ich eine bin, entwickeln Vorlieben. Diese Vorlieben führen zu Bindungen, die meine Berechnungen davon abhalten, den Wert der Leben an Bord der Normandy gering zu schätzen. Sie meinen also, die Geth haben sich gegen die Quarianer aufgelehnt, weil sie keine Individuen waren? So lautet meine Theorie. Aber die basiert auf einer Stichprobengröße von lediglich einer einzigen Gesellschaft. Die einzig andere relevante synthetische Gesellschaft sind die Reaper. Und von denen wissen wir nicht, ob sie auch von einem Konsens regiert werden, wie die Geth. Tun Sie mir einen Gefallen. Fragen Sie sie nicht. Hallo, Shepard. Gut, dann hätte ich das jetzt. Ich hoffe echt, ich habe mich da richtig entschieden. Es ist echt nicht einfach, so eine Entscheidung zu treffen, oder? Also, ja, ich weiß auch nicht. Ist schon nicht leicht. Wahrscheinlich hätte man sich eigentlich eher für die organische entschieden. Ne? Ich habe das ja auch oft genug gesagt, dass ich da eigentlich diese ganze synthetische Lebensform, also sympathisch ist mir das nicht. Also so überhaupt nicht. Aber ich denke da trotzdem, weißt du, mein Bauch sagt, dass das die richtige Entscheidung war. Oh Gott, ey. Ja, Liara, rede mit mir. Eine ganze Spezies ist einfach weg. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich könnte Bergungsteams losschicken, um Informationen aus den abgestürzten Schiffen der Quarianer zu beschaffen, Dr. Tassoni. Nein, nicht jetzt. Lass sie in Frieden ruhen. Lass Tali in Frieden ruhen. Oh Gott, ey. Das hat sie verdient. Oh, das ist schon alles scheiße. Es tut mir sehr leid wegen Tali, Shepard. Die Geth haben Wort gehalten. Ihre Kriegsschiffe haben sich Admiral Hacketts Flotte angeschlossen. Schön, sie wiederzusehen, Shepard. Schön, sie wiederzusehen, Shepard. Ach, ist doch alles scheiße. Okay. Würden Sie bitte nächstes Mal vorher sagen, dass die Geth jetzt unsere Freunde sind und wir nicht auf die großen Roboter schießen sollen? Ich hätte fast in die Hosen gemacht, als diese Kommandanten plötzlich vom Himmel fielen und sich auf die Reaper gestürzt haben. Wir haben ein paar Schüsse auf sie abgegeben, bis wir bemerkt haben, dass sie nicht zurückschießen. Und dann kommt einer rüber zu uns und sagt, sie seien verbündete Unterstützung und fragt nach unserem Status. Ich beschwere mich ja nicht. Sie haben immerhin meine Crew gerettet. Aber ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ich mich bei einem Geth entschuldigen musste, weil ich ihm eins seiner verdammten Lichter weggeschossen habe. Also ja, ich weiß es auch nicht. Ah, ja, manche Entscheidungen, ne? Und man, wenigstens Tali hätte ja überleben können, oder? Naja. Ich weiß, Sie hatten Ihre Gründe, sich für die Geth zu entscheiden, Shepard. Und ich respektiere das auch. Aber Talis Entschluss... Darüber komme ich nicht so schnell. Nee, ich auch nicht. Sie war. Tut mir leid. Später vielleicht. Ich denke immer noch an Tali. Ja. Wie geht's? Ist doch scheiße. Da sollte ich noch meinen anderen Speicherpunkt laden und die Entscheidung ändern. Oh Gott. Und dann bin ich unzufrieden, weil die Gäste nicht mehr da sind. Also es ist, glaube ich, egal, wie rum ich das mache. Ist alles scheiße. Es ist eine Tragödie, was mit den Quarianern geschehen ist. Und mit Tali. Kommen Sie damit klar? Ich muss wohl. Mir bleibt keine große Wahl. Wie geht es Ihnen, Commander? Ach, beschissen. Gut. Also gut geht's mir nicht. Beschissen geht's mir halt, ne? So ist es halt. Also, ich meine, um die Guests des letzten Endes... Also, es ist ja nun nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, die armen Guests, weiß, wenn die nicht mehr sind, wäre es halt ärgerlich gewesen. Aber ich glaube echt, dass das von der Truppenstärke tatsächlich mehr Sinn macht. Also, ja, ich weiß nicht. Ich denke das einfach. Oh Gott. Ich will ja hier meine Erde retten, ne? Oh Gott. Die steht da immer noch, weißt? Die spielt bestimmt Candy Crush Saga. So. Ach nee, auf die Toilette wollte ich nicht. Hier wollte ich gucken. Nee, niemand da. Man könnte ja auch immer auf die Map gucken, aber...
So, Maschinendeck, mal gucken. Da war ich ja das beim letzten Rundgang nicht. Gehe ich da jetzt mal hingucken. Ist hier sonst noch jemand unterwegs hier? Ach ja, guck mal, im Frachtraum. Ist er jetzt wieder. Dann mal gucken. Hallo. Und wieder ist ein Reaper gestorben. Sie stellen unter Beweis, dass die Menschen fähige Soldaten sind. Aber ich glaube, es war ein schwerer Fehler von ihnen, sich mit den synthetischen Wesen zu verbünden. Wie dieser Krieg bewiesen hat, können sie nicht mit organischen Wesen zusammenleben. Ich hätte sie bei der erstbesten Gelegenheit vernichtet. Ja, vielleicht habe ich mich falsch entschieden. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es so. Trauern Sie nicht um die Quarianerin Tali. Betrauern Sie lieber den Umstand, dass sie tot ist und die Maschinen noch leben. Darin liegt die Tragödie. Ja. Sie haben anscheinend geglaubt, dass die Proteaner die Massenportale gebaut haben. Die Täuschung der Reaper war erfolgreich. Sie ließen das Leben jahrhundertelang florieren und uns glauben, wir wären die Herrscher des Kosmos. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Ja, tun Sie, was notwendig ist. Ich glaube, das habe ich getan. Ich hoffe das auf jeden Fall. So, jetzt mal gucken, was meine Techniker da machen. Und ich glaube, dann kann ich als nächstes ganz gut so Richtung Zitadelle mal aufbrechen. Da sind wieder so ein paar Sachen, die dazu zu tun wären. Ne? Also Miranda wollte da was von mir und die Asari da wollte mit mir sprechen. Und ja, ist einfach ein bisschen was zu schaffen. Deswegen. Was halten Sie eigentlich von unserem neuen Human Train? Brauchen Sie etwas, Commander? Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Und ständig haben Sie... Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant. Ich wollte das habe ich ja schon. Ich habe anfangs versucht, aber Joker schien ihr zu trauen. Ja, dann weitermachen. Weitermachen, Adams. Jawohl, Ma'am. Jawohl, Ma'am. So, was ist hier mit den beiden? Wir haben von Tali und ihrem Volk gehört. Ja. Es tut uns sehr leid, Commander. Es wird hier unten ohne sie nicht mehr so sein wie vorher. Shepard. Ich habe überall grünes Licht. Ich habe überall grünes Licht. Puh. Puh, puh. Ja, das ist alles ein bisschen frustrierend. Das ist voll die Depri-Folge für mich. Ich bin voll deprimiert hier. So, ja, ich glaube, da unten brauche ich, mit den beiden brauche ich jetzt nicht quatschen. Dann husche ich jetzt hoch. Und könnt ja theoretisch mal noch ein bisschen rumscannen. Hier gibt's nichts zu scannen, ne? Also manchmal steht es da und dann kann man da gar nichts machen. So, dann auf das Massenportal hier nutzen. Zack. Wohin möchte ich denn? Oh, weißt du, es wird auch nicht besser. Oh, guck mal, da habe ich nur 25%. Was ist da denn los? 28%. 85% ist schon immer schon mal gut, ne? Ah ja, hier siehst du, die Ratsherren soll ich da nämlich treffen. Ich glaube, da düse ich auch als nächstes tatsächlich hin. Ich mache jetzt aber erstmal hier hin und scanne da mal eine Runde. Das kann ich jetzt ja noch machen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Das habe ich nämlich sträflich vernachlässigt. Muss ich ja sagen. Signal bestätigt. Ja. Das ist doch schon mal der Anfang. Ist doch gemacht hier, ne? Guck mal, jetzt stelle ich mich hier und dann kann ich da nämlich gleich rüberfliegen. Ah, 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 ah. Na? Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ausweichen erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Gut, ich glaube aber, ich verabschiede mich jetzt für diese Folge. Ich würde das Scan jetzt dann so ein bisschen offscreen noch machen, ohne dabei aufzunehmen. Ich bedanke mich sehr fürs Dabeisein und fürs Begleiten. Und in der nächsten Folge geht es dann, glaube ich, Richtung Zitadelle. Ja, bis dann. Ciao, ciao.